Ja, ich bin's nochmal. Hallo YouTube. Jetzt komme ich mal zu einer anderen Sache. Und zwar habe ich mir mal aber Ende letzten Monats schon was Neues gekauft. Und das wollte ich jetzt mal vorstellen. Was ich aber nochmal eben kurz sagen muss, ist, dass ich wirklich in meiner Schulzeit früher hatte ich nie richtige Freunde. Und habe jetzt immer noch keine richtigen Freunde, die immer für mich da sind. Also ich habe zwar bei WhatsApp ein paar Kontakte, aber für mich da ist in Wirklichkeit, wenn ich mal Hilfe brauche, niemand. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Richtige Freunde, die man braucht, habe ich nicht. Also wenn ich mal Hilfe brauche oder es mir schlecht geht, ist wirklich niemand für mich da. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Ich hatte auch früher in meiner Schulzeit. Ich hatte nie richtige Freunde, wurde auch früher immer nur geärgert und bin eigentlich immer nur dafür da, dass man mich verarscht. So habe ich zumindest das Gefühl. Aber die in der Klinik haben mir gesagt, das liegt nicht, die in der Klinik, die haben mir gesagt, dass das nicht an mir liegt, dass das an den anderen Menschen liegt. Und das stimmt auch. Ich kann da ja nichts für, wenn die anderen Menschen so zu mir sind. Da kann ich ja nichts zu. Und jetzt zeige ich mal, was ich mir neu gekauft habe. Und zwar ist es einmal hier von Servil ein Steckdosenverteiler von Thomann. Was ich also mal ganz ehrlich sagen muss, von Thomann die Produkte ist echt super Qualität zu günstigen Preisen. Und zwar, die sind aus Vollgummi. Da hat man dann hier oben. Kann ich ja mal aufschrauben. Ist hier mit solchen Verschlussschrauben, weil es ja für draußen ist. Drei Sicherungen. Drei einzelne. Wo ich mal ganz stark vermute und mir auch relativ sicher bin, dass immer eine, also eins, zwei, drei, dass immer eine Sicherung für zwei Steckdosen ist. Da bin ich mir relativ sicher. Dass also eins, zwei, drei, dass das so aufgeteilt ist. Und dann hier mit einer 16 Ampere Einspeisungsdose, wo ich dann zum Beispiel hier das Verlängerungskabel dran machen kann. Hier 16 Ampere. Ja, das ist zum Beispiel der eine, den ich mir neu geholt habe. Kann ich ja mal wieder wegpacken. So machen kann ich auch gleich. Stellen wir das einfach mal hier drunter. Mein E-Bike-Akku, der lädt hier gerade noch. Und dann habe ich hier noch den von Ritcon. Der ist auch von Thomann. Den kann ich ja mal rausholen. Hier ist aber ein Kabel dran und keine. Die Dose, die an dem dran ist, den kennt man zum Beispiel so von Tischkreissägen und so. Obwohl nicht alle Tischkreise, manche Tische, also die Tischkreissäge, die ich habe, die unten im Keller steht, die hat auch ein Kabel dran. Das ist der Verteiler von Ripcon, auch aus Vollgummi. Hier die Phase 1, 2, 3, also L1, L2. Das muss man sich quasi so vorstellen. 1, 2, 3, die leuchten, wenn der Strom an ist. Da hat man dann quasi L1, L2 und L3. Mit hier oben kann ich auch mal kurz aufschrauben. Ein RCD drin. Der Federstromschutzschalter von Siemens. Da, Siemens. Und was ich auch richtig gut finde, ist, dass sie das so bauen, dass man das aufschrauben kann. Also quasi, wenn mal was kaputt ist, dass man das dann aufschrauben kann und das selber reparieren kann. Das finde ich auch gut, dass man das so baut, dass man das alles aufschrauben kann und selber reparieren kann. Dass man das nicht wegschmeißen muss, wenn mal was kaputt ist. Das finde ich auch gut. So sieht da von unten aus. Hier kommt die Zuleitung rein.
Und hier oben kann man den auch tragen am Griff und auch irgendwo aufhängen, zum Beispiel mit dem Winkel, zum Beispiel an der Traverse. Und das hier ist die Zuleitung. Stecker ist von Mennekes. 16 Ampere. Einspeisung, also Zuleitung. Kommt dann zum Beispiel in meinem, was ich jetzt mal ganz klar sagen muss, Ende des Monats kaufe ich mir